Dieser Podcast wird produziert von der Fachhochschule des Mittelstands am Standort Hannover. Studieren, wie es zu dir passt. Wissen to Listen. Gespräche mit Expertinnen und Experten aus dem Feld der sozialen Arbeit. Heute sind zwei Sozialarbeiterinnen des Sozialen Dienstes der Jugendanstalt Hameln zu Gast. Sie geben spannende Einblicke in die vielfältigen Tätigkeitsfelder und zeigen auf, welche Kompetenzanforderungen in dem Arbeitsbereich bestehen. Sie verweisen zudem auf einen Perspektivwechsel, indem sie auf eine bestimmte Haltung in Bezug auf junge, straffällig gewordene Menschen eingehen. Herzlich willkommen zur weiteren Podcast-Reihe Wissen to Listen. Ich bin Dr. Isabel Köhler und eine mit der Professorin hier von der FIM am Standort Hannover. Ich habe heute zu Gast die Jugendanstalt Hameln. Einmal die Frau Feix, ich grüße Sie. Hallo. Und die Frau Reinhold. Hallo. Hallo. Ja, jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, vor allen Dingen die Studierenden, was so ein bisschen ihr Background ist. Und ich beginne jetzt einfach mal mit Frau Feix. Ich habe Abitur gemacht und danach ein freiwilliges soziales Jahr. Bin danach ins Studium gewechselt, soziale Arbeit und Religionspädagogik. Habe ich hier in Hannover an der Hochschule studiert. Habe im Anschluss mein Anerkennungsjahr zur staatlichen und kirchlichen Anerkennung gemacht, schon in der Jugendanstalt Hameln, damals noch im Bereich Seelsorge und soziale Arbeit. Und während des Anerkennungsjahres ist dann für mich einfach klar geworden, ich möchte im Bereich der sozialen Arbeit weiterhin tätig sein. Und habe mich dann bei der Jugendanstalt Hameln beworben, wurde dann auch genommen bzw. übernommen, weil ich ja vorher schon tätig war und bin mittlerweile seit 7 Jahren in der Jugendanstalt Hameln. Ja, mit der Seelsorge, das hört sich natürlich auch sehr interessant an und dockt natürlich an der sozialen Arbeit direkt an. Ja, und wie sieht es denn bei Ihnen aus, Frau Reinhold? Ja, tatsächlich ganz ähnlich wie bei Frau Feix. Ich habe erst mein Abitur gemacht und habe danach auch ein freiwilliges Jahr gemacht, tatsächlich ein freiwilliges ökologisches Jahr in einem Wildpark und habe da Kindergruppen betreut und habe dann eigentlich schon gemerkt, okay, ich möchte in diesem sozialen Bereich super gerne bleiben. Das wusste ich eigentlich auch schon während des Abiturs und habe mich dann für das Studium der Sozial- und Organisationspädagogik in Hildesheim entschieden und habe da auch meinen Bachelor gemacht und habe während des Bachelors schon gedacht, okay, ich möchte das irgendwie noch weitermachen, das macht mir Spaß und habe dann den entsprechenden Master dazu angefangen, bin da jetzt gerade in den letzten Zügen und habe das Praktikum, was eh zum Master gehört, genutzt für die staatliche Anerkennung. Und habe die tatsächlich auch gleich in der Jugendanstalt Hameln gemacht. Ich hatte mich erst ein bisschen umgeguckt und habe irgendwie von Anfang an ein Feld gesucht, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht herausfordernd für mich und das kenne ich vielleicht auch noch so gar nicht. Ja, da kam mir dann die Jugendanstalt entgegen, das hat mich sofort angesprochen, habe mich dann beworben, konnte dann mein Anerkennungsjahr dann auch da machen. Ja, das hat mir dann auch super gut da gefallen. Ich bin total aufgegangen in dem Job und habe dann mich auch dafür entschieden, das gerne weitermachen zu wollen. Habe mich dann eben auch beworben und wurde dann übernommen. Und bin jetzt relativ genau tatsächlich seit einem Jahr in der Jugendanstalt, auch im sozialen Dienst tätig. Ah ja. Ja, und der soziale Dienst, vielleicht können Sie erstmal so ein bisschen erzählen, was meint das überhaupt bei Jugendanstalt Hameln? Da hat man vielleicht gar nicht so erstmal den sozialen Dienst im Blick. Also was meint das und wie ist das überhaupt in diese Strukturen eingebettet? Also tatsächlich ist der soziale Dienst ähnlich wie viele der anderen Berufsgruppen zentral in der Jugendanstalt Hameln. Wir sind ja sehr multiprofessionell aufgestellt. Es sind unglaublich viele Berufsgruppen, die da irgendwie zueinander finden und miteinander arbeiten müssen. Und der soziale Dienst findet sich da eigentlich überall, sei es im Haus oder auch in der Leitung mittlerweile tatsächlich. Also das geht tatsächlich einmal quer durch die Strukturen und wir haben da auch die unterschiedlichsten Aufgaben. Also eigentlich sind wir wie alle anderen Berufsgruppen nicht mehr wegzudenken, würde ich sagen. Genau, also wir sind tatsächlich, also wir haben ganz viele unterschiedliche Abteilungen. Wir haben eine Aufnahmeabteilung, da kommen die Gefangenen hin, die frisch inhaftiert sind, einfach wo ein Erziehungs- und Förderplan erstellt wird, wo geguckt wird, welche Bedarfe haben sie, wie ist ihr Leben bis dato verlaufen, wo müsste man vielleicht gucken, dass sie noch ein bisschen Behandlung oder Fördermaßnahmen erhalten, einfach um dann auch resozialisiert wieder rausgehen zu können und noch möglichkeitlich wiederzukommen. Dann haben wir eine Abteilung für mitarbeitsbereite Gefangene. Da bin ich aktuell zuständig, wo die Gefangenen sind, die Lust haben, sich verändern zu wollen, die sich gut benehmen, vollzuglich gut verhalten. Dann haben wir eine Abteilung, die nennt sich Motivationsabteilung. Das ist für die Gefangenen, die so ein bisschen unschlüssig sind, auf welche Seite sie wollen, ob sie sich benehmen wollen, ob sie sich nicht benehmen wollen. Dann haben wir eine Abteilung für nicht mitarbeitsbereite Gefangene. Ich denke, das sagt auch schon der Name. Das sind die
sich nicht benehmen, vollzuglich nicht benehmen, die beispielsweise nicht zur Arbeit gehen, weil sie das einfach, vielleicht auch das System nicht annehmen wollen. Genau, dann haben wir natürlich U-Haften, logischerweise, Untersuchungshaften. Wir haben eine interne Suchttherapie, wir haben eine psychiatrische Abteilung, wo Frau Reinhold zuständig ist. Wir haben eine Sozialtherapie, wo tatsächlich Therapie gemacht wird mit jungen Männern, die aufgrund der Straftat einfach eine Therapie benötigen, beispielsweise Mord oder Totschlag. Das muss vom Gesetz her therapiert werden. Genau, und da sind eigentlich in jeder Abteilung Sozialarbeiter zuständig. Auch immer so ein bisschen, also man ist schon auch ein bisschen frei zu sagen, ich habe jetzt beispielsweise Lust, ich möchte mich im Bereich Sucht ausprobieren, ich möchte im Bereich Sucht arbeiten. Dann kann man in dem Bereich arbeiten, wenn man sagt, oh, ich möchte gerne in der Aufnahme sein, ich möchte gerne Pläne schreiben, kann man sagen, also kann man Pläne schreiben, wenn man sagt, ich möchte mehr in der Entlassungsvorbereitung tätig sein. Dann zum Beispiel eine Abteilung wie bei mir für die mitarbeitsbereiten Gefangenen, wo die Gefangenen auch Lockerungen haben. Dazu haben wir noch einen offenen Vollzug, allerdings nicht in Hameln, sondern ausgegliedert in Göttingen. Auch da sind Sozialarbeiter tätig. Sozialarbeiter können auch in die Vollzugsabteilungsleitung gehen. Ist tatsächlich gar nicht so unüblich bei uns. In jeder Abteilung ist mindestens ein Sozialarbeiter in einer Abteilungsleitung oder einer Stellvertreterposition. Ich mittlerweile auch schon. Wir haben im Moment auch eine Sozialarbeiterin in der Anstaltsleitung. Wir haben eine Sozialarbeiter im Bereich Koordination der Fördermaßnahmen, der Behandlungsmaßnahmen. Also tatsächlich ist, wenn man sagt, Gefängnis ist was für mich, wo ich arbeiten kann und ich kann mir das einfach vorstellen, dann ist man schon sehr breit gefächert und auch individuell. Und es wird halt nicht langweilig, weil man einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt 5 Jahre vielleicht Sucht gemacht, ich möchte mal was anderes ausprobieren, dann bietet sich einfach die Möglichkeit, dass man auch mal woanders reinguckt oder auch mal in anderen Bereichen hospitiert. Auch die Möglichkeit haben wir innerhalb der Jugendanstalt. Das hört sich ja sehr, sehr vielschichtig an. Also von, ist, ja. Ich habe überhaupt genau, um Gottes Willen, also so von Führungstätigkeiten über eben ganz verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Herausforderungen, ne, je nachdem mit welcher Zielgruppe unmotivierten, motivierten gefangenen Personen. Das hört sich ja sehr entspannt an, auch mit den mit der Interdisziplinarität. Also wahrscheinlich haben Sie ja auch mit Psychologen und so weiter zu tun. Ne? Genau, also im Endeffekt sind wir Psychologen noch mit, dann der Großteil der Kollegen sind einfach vom allgemeinen Vollzugsdienst, also die tatsächlich für das Alltagsgeschehen da sind, die Gefangenen versorgen, die den Ausschluss gewährleisten, die sie duschen lassen. Die einfach den Starttag strukturieren, ja. Genau, dann haben wir Werkmeister, wo die Gefangenen einfach eine Ausbildung machen können oder zumindest Module absolvieren können. Dann haben wir Bad Münstereifler, auch ein Studium. Das sind tatsächlich Verwaltungswirte, also die das wirklich studieren und die dann oftmals mit uns Sozialarbeitern dann auch in der Stellvertretung oder in der Abteilungsleitung gemeinschaftlich sind. Einen medizinischen Dienst haben wir zum Beispiel auch noch. Da sind dann Mediziner tätig. Also da sind wir super breit aufgestellt. Ja. Nur eine Juristin haben wir noch in der Anstaltsleitung, also tatsächlich sehr breit gefächert. Ja. Hameln ist ja wirklich auch eine sehr große, so großer Komplex, wenn das man stimmt, sich das Bild mal anguckt. Ne? Ja, wir sind die größte Jugendanstalt in Deutschland und die einzige in Niedersachsen. Ja, jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen gesagt, was ja auch Ihre Aufgaben umfasst. Können Sie vielleicht auch mal so von einem Fall erzählen, wo Sie sagen, das ist so eine klassische Arbeit, die wir da tätigen? Also ich hatte gerade direkt Entlassungsvorbereitung im Kopf tatsächlich. Man hat ja eben eigentlich schon gemerkt, dass wir super viel machen. Und Entlassungsvorbereitung nimmt häufig ziemlich viel Zeit auch in Aufwand, weil es eben auch sehr vielschichtig ist. Da gehört super viel dazu, je nachdem, was der Gefangene halt mitbringt, was er schon hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, er kommt mit gar nichts, dann steht natürlich an, dass wir eine Beschäftigung suchen, dass wir eine Wohnmöglichkeit suchen, dass wir gucken, welche Gelder können wir beantragen. Oder gerade jetzt auch bei mir in der Abteilung, in der psychiatrischen Abteilung, wo die auch alle ja nochmal ein extra Päckchen mitbringen. Okay, wie bindet man die vielleicht auch im Sinne des Krankheitsbildes nochmal an? Und das ist halt ein super großer Teil der Arbeit. Das macht viel aus, würde ich sagen. Und ansonsten, was mir gerade auch noch einfällt, ist die Erstellung oder die Fortschreibung von einem Erziehungs- und Förderplan. Der wird, wie Frau Feix eben schon gesagt hatte, bei uns in der Abteilung für Planung und Diagnostik erstellt und dann mit der Entwicklung des Jugendlichen über den ganzen Verlauf der Haftzeit weiterentwickelt und fortgeschrieben. Und das gehört zum Beispiel auch zu unseren Standardaufgaben, sage ich mal. Das ist ein fester Bestandteil.
Also auch einige Verwaltungstätigkeiten, die sie auch mit haben. Und das hört man ja immer wieder auch in der sozialen Arbeit, ne, dass eben da der Verwaltungsakt gar nicht so gering ist. Sie haben eben von den psychischen Erkrankungen gesprochen und das ist etwas, was in der Podcast-Reihe auch immer wieder vorkam. ist das denn schon auch, also sind da einige Klienten, die eine psychische Erkrankung haben oder ist es eher ein geringer Teil? Wie ist das so im Verhältnis gesehen zur Masse? Also ich kann dazu sagen, wir sind eine verhältnismäßig kleine Abteilung. Ich weiß nicht, wie viele Haftplätze habt ihr bei euch? Wir haben 60 im Haus. Ja. Also insgesamt hat die Jugendanstalt 660 Haftplätze. Im Moment sind wir nicht voll belegt, aber ich glaube, im Verhältnis sind es verhältnismäßig wenig psychiatrisch Auffällige. Nichtsdestotrotz haben manche auch einfach Tendenzen. Also es gibt die massiv auffällig sind und es gibt die so Nuancen immer haben, wo man denkt, okay, das ist, die Jungs sagen immer so schön Haftschaden. Aber um das mal zu vergleichen, also wir sind eine verhältnismäßig kleine Abteilung. Wir haben so, im Durchschnitt würde ich sagen, meistens so 16 bis 18 junge Gefangene bei uns. Ich glaube, Platz hätten wir, wenn wir alles belegen, für 20, wenn ich mich gerade nicht verzähle. Und wir haben auch noch eine ambulante psychiatrische Betreuung. Also für die, wie Frau Feix eben gesagt hat, die vielleicht nur Nuancen zeigen oder die vielleicht gerade in einer Krise sind, bei denen aber so eine stationäre Aufnahme noch nicht notwendig ist. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, die ambulant zu betreuen. Ja, an sich, man merkt bei vielen Leuten, da ist irgendwie was. Aber wirklich akut haben wir dann auf jeden Fall auch bei uns. Okay, und wenn man jetzt sich als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin entscheiden würde und sagen würde, oh, da möchte ich gerne arbeiten, das hört sich ja total interessant an mit diesen vielen Aufgabenbereichen und auch Entwicklungsmöglichkeiten, hört man ja auch klar raus. Was müsste man denn da so für Kompetenzen mitbringen, dass man sagt, ja, da passt man auch vielleicht hin? Also von den notwendigen Sachen, die man einfach mitbringen muss, ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium Minimum. Und natürlich die staatliche Anerkennung. Das ist das, was wir so rein formell einfach benötigen. Ja. Darüber hinaus muss einem einfach bewusst sein, wir haben 14- bis 24-Jährige da. Also junge Männer, die im Endeffekt in der Blüte ihres Lebens stehen. Gerade als junge Frau muss man schon auch ein Stück weit seine Frau stehen. Da muss man auch einfach so ehrlich sein. Also man muss sich schon klar abgrenzen können. Die versuchen das natürlich. Nichts persönlich nehmen. Nichts persönlich nehmen, genau. Also da muss man tatsächlich schon ein Stück weit wissen, wo man arbeitet auch einerseits. Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist damit klarzukommen, wenn Dinge vielleicht einfach mal nicht funktionieren, weil, wie Frau Falk schon gesagt hat, das sind alles junge Männer, die sind teilweise gerade in der Pubertät oder vielleicht gerade raus, sind also noch mitten in der Entwicklung und probieren sich aus, so wie andere Menschen in dem Alter auch. Und man kann den Leuten meistens auch nur vor den Kopf gucken. Natürlich können wir unsere Arbeit so gut machen, wie wir es eben hinkriegen. Wir können die Gefangenen so unterstützen, wie es in unseren Möglichkeiten liegt. Aber was sie dann daraus machen, das ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in unserer Verantwortung. Und da muss man sich auch bewusst sein, dass selbst wenn man für sich selber der Meinung ist, man hat alles getan, dann heißt das noch lange nicht, dass das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und das ist was, da muss man, denke ich, auch mit umgehen können. Und dann trotzdem aber in der Lage sein, beim nächsten Mal trotzdem wieder so viel Energie reinzustecken. Also auch ein bisschen Resilienz, was das Thema, was soll ich mal sagen? Also das Thema, Sie haben ja bestimmte Vorstellungen, was Sie erreichen möchten, die Resozialisation. Und das kann aber auch nicht immer gelingen. Ne? Also die Verantwortung liegt dann beim Klienten selbst. Letztendlich, ja. Wie viele Erfolge können Sie denn verzeichnen? Haben Sie da prozentual irgendwie eine Statistik, die eben auch aufzeigt, okay, es entstehen keine Rückfälligkeiten oder so? Also gibt es da irgendwie so eine Erfolgsquote? Tatsächlich nicht so richtig. Es ist auch schwierig. Also das musste ich tatsächlich erstmal lernen. Als ich da angefangen habe, habe ich gedacht, super, ich fange Knoss an, ich helfe allen Gefangenen. Ja. Keiner kommt wieder. Ich musste ganz schnell lernen, das funktioniert nicht. Also ich kann im Endeffekt die nur unterstützen und ob die das annehmen oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Und was sie auch nach der Entlassung daraus machen, liegt auch nicht in meiner Hand. Ich kann das bestmöglich vorbereiten mit ihnen zusammen, in Absprache mit ihnen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich bin mittlerweile, also man muss einfach wissen, wir haben viele, die nach der 5., 6., 7. Klasse die Schule abbrechen. Die sind morgens nicht mehr aufgestanden. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das Zimmer sah vielleicht aus wie Schwein, auf Deutsch gesagt, um es nett zu formulieren. Und für mich sind mittlerweile Erfolge, sie stehen pünktlich auf, sie kommen pünktlich zu Terminen. Bestenfalls machen sie noch ihre Hausaufgaben und vernünftig.
Gehen regelmäßig zur Arbeit. Die Zelle ist einigermaßen aufgeräumt. Das sind so Erfolge, woran wir uns tatsächlich messen. Mhm. Diesen Erfolg zu sagen, oftmals kriegen wir gar keine Rückmeldung. Wir kriegen meistens dann eine Rückmeldung, wenn sie wiederkommen. Dann wissen wir, die sind gescheitert. Wenn sie nicht wiederkommen, haben sie es entweder geschafft oder sie sind so alt, dass sie nicht mehr nach Hameln gekommen sind, sondern dass sie keine Jugendstrafe mehr bekommen haben, sondern dann in irgendeine andere Justizvollzugsanstalt im Land Niedersachsen gegangen sind. Aber auch dann bekommen wir keine Rückmeldung. Also von daher ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wir hatten jetzt Erfolg mit dem, was wir gemacht haben. Das ist tatsächlich schwer. Ja, ich glaube, da muss man auch abgrenzen, wo Erfolg anfängt und vor allen Dingen für wen der Erfolg ist. Wenn man jetzt den Erfolg wirklich nur auf uns im sozialen Dienst bezieht, dann natürlich das, was Frau Feigs gesagt hat, wenn man solche kleinen Erfolge dann eben erleben kann in den Verhaltensweisen der Gefangenen oder wenn man, was zum Beispiel auch zu unseren Aufgaben gehört, Einzelgespräche führt und in den Einzelgesprächen merkt, okay, da öffnet sich jemand. Und da ist vielleicht auch jemand, der anfangs gar nicht wirklich mitarbeitsbereit war und irgendwie auch perspektivlos war, womit ich auch häufig zu tun habe, weil sie ja eben in einer gewissen Art von Krise sind, wenn sie jetzt bei mir in der Abteilung sind oder bei uns in der Abteilung in der psychiatrischen. Da sind viele dann perspektivlos, vielleicht auch wunschlos, was die Zeit nach der Haft angeht. Und wenn man dann im Zuge der Entlassungsvorbereitung merkt, okay, da kommt jemand und der fängt vielleicht nach dem 4., 5., 6. Gespräch von mir aus auch an und redet darüber, dass er sich selbstständig nochmal Gedanken über die Sachen gemacht hat, über die man in dem Gespräch davor gesprochen hat, dann ist das ein Riesenerfolg. Und das sind dann eher die Sachen, an denen wir unseren Erfolg messen und nicht an der Tatsache, ob sie jetzt wiederkommen, straffällig werden. Mhm. Also ja. Man weiß vor allen Dingen auch nicht, wenn sie entlassen werden, kommen ja so viele externe Einflüsse doch mal auf sie zu, gegen sie vielleicht manchmal gar nichts machen können. Sie wollen zu Mama zurück und das ist alles okay. Und Mama sagt auch, ja, es ist okay, wenn du hier einziehen kannst. Und nach 2 Wochen hat Mama einen neuen Partner und nach 2 Monaten, die beiden verstehen sich nicht und Mama setzt das Kind vor die Tür. Mhm. Also man muss sich schon auch bewusst sein, dass viele unserer Klienten auch einfach aus einem schwierigen familiären und sozialen Umfeld kommen. Das ist einfach so. Die vielleicht auch mit Gewalt aufgewachsen sind oder vielleicht auch gar nicht bei Mama und Papa aufgewachsen sind, sondern so ein Hopping gemacht haben durch Familien, Kindereinrichtungen, Jugendeinrichtungen, also es ist auf der Straße gelebt haben. Deswegen sind da ganz viele äußere Einflüsse. Die Drogen natürlich logischerweise auch, die eigentlich auch ein großes Thema sind. Ich würde fast sagen, 80-90% unserer Klienten haben zumindest haben oder hatten ein Drogenproblem. Ja, genau. Das ist natürlich extrem. Ne? Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass es bei den Adressaten aus solchen prekären Lebenslagen teilweise, da ist das ja auch jetzt nicht selten, dass viele versuchen dadurch irgendwie einen Ausweg zu holen oder, sage ich mal ganz salopp, ihr Leben zu verbessern. Mhm. Zwar meistens dann nur kurzfristig, aber das stellt natürlich eine Herausforderung dar, klar. Oder die das halt einfach mitbekommen, es ist normales, Alkohol zu trinken. Mhm. Und dann fängt man halt mit 10, 11 an, auch Alkohol zu trinken. Und in der Regel bleibt es ja nicht bei Alkohol, sondern dann wird es irgendwann Cannabis und von Cannabis kommen wir dann zur LSD, Kokain, Heroin. Baut sich auf, ja. Das heißt, eine Entgiftung findet bei Ihnen auch in den Räumlichkeiten dann natürlich statt, weil Sie natürlich das nicht gar nicht mehr konsumieren können. Also nee. Ist das dann, ja, das, also, das ist natürlich dann kalter Entzug. Oder wie ist das dann bei Ihnen? Wird das gemacht? Da kann ich vielleicht auch ganz kurz was sagen. Das machen wir bei mir auf der Abteilung auch. Wir haben 2 Psychiater, beziehungsweise einen Psychiater und eine Psychiaterin. Und wenn jemand, sage ich mal, so abhängig von einer bestimmten Droge ist, dass so ein kalter Entzug auch einfach nicht menschlich wäre in dem Moment, dann haben wir bei uns die Möglichkeit, das auszuschleichen. Wird immer weiter runterdosiert und dann wird mit den Gefangenen zusammengeguckt, okay, wie funktioniert das, wie verhält sich der Körper, wie können wir den Betroffenen vielleicht auch einfach unterstützen in seinem Entzug, weil das ist natürlich auch einfach anstrengend. Das ist keine leichte Sache für jemanden. Ich selber kenne das nicht, aber ich kriege das mit. Man merkt das schon, dass das wirklich zehrt. Und da wird dann bei uns auch unterstützt, auf jeden Fall. Jetzt haben Sie ja eben auch gesagt, es sind eben, also Sie sprechen ja eher von Gefangenen, nicht von Klienten oder von Adressaten, ne? Also Adressaten oder Gefangenen. Jetzt sind da ja nun mal Menschen, die eben vielleicht jemanden umgebracht haben oder versuchter Mord. Das heißt, Sie brauchen ja auch als Sozialarbeiter eine bestimmte Einstellung zum Gefangenen. Darf ich Sie mal fragen, welche Haltung haben Sie als Sozialarbeiter? Sozialarbeiter
in ihrer Rolle. Also wir kennen das ja teilweise, dass eben ganz bewusst im Opferbereich gesagt wird, ich als Sozialarbeiterin bin nur für die Opfer da. Also wenn ich jetzt mal an sexuellen Missbrauch oder so denke. Jetzt ist es ja so ein bisschen hier die Kehrseite. Welche professionelle sozialarbeiterische Haltung nehmen Sie da ein? Also für mich ist es tatsächlich von Anfang an wichtig gewesen, denen auf Augenhöhe zu begegnen. Also das Delikt, ja, ich weiß in der Regel, was sie gemacht haben, ist für mich aber erstmal zweit- oder drittrangig, sondern für mich steht einfach die Person im Vordergrund. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das erwarte ich allerdings dann auch von den Gefangenen. Ich für mich habe aber eigentlich tatsächlich gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin auch so, dass ich sage, wenn ich einen Fehler gemacht habe, tut mir leid, ich habe den Termin vergessen, ich habe vergessen, ihnen das auszuhändigen, hole ich aber nach. Also das ist für mich einfach zu zeigen, ich bin auch nur ein Mensch und auch ich mache Fehler. Muss aber sagen tatsächlich, dass ich damit, also ich finde das ganz, ganz wertvoll. Wir haben die Macht, das wissen wir. Also jeder von uns hat einen Schlüssel. Und am Ende des Tages sind wir diejenigen, die nach Hause gehen können. Und die Gefangenen müssen einfach da bleiben, das ist so. Ich möchte aber diese Macht nicht raushängen, das ist mir extremst wichtig. Also ich weiß um diese Macht, aber sie steht nicht im Fokus im Gespräch oder so, sondern mir geht es wirklich darum zu gucken, wie kann ich dem Gefangenen bestmöglich helfen. Also wir sind tatsächlich dann auch Mutterersatz, wir sind große Schwester, wir sind Freundinnen aus Sicht der Gefangenen einfach, weil sie haben niemand anderen. Klar können sie telefonieren, aber es ist niemand anderes zugegen. Ihr Wohngruppenbetreuer, mit dem sie ganz, also vom Allgemeinen Vollzugsdienst, mit dem sie in der Regel auch sehr eng sind. Aber wir sind so im Endeffekt die Haltekräfte, was heißt Haltekräfte, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ja, aber wir sind irgendwo eine Konstante. Wir sind eine Konstante, genau. Und oftmals auch die erste Konstante, die sie erfahren im Leben. Weil oftmals haben sie mit Mama war da, Mama war nicht da, dann wussten sie wieder in die Pflegefamilie. Und bei uns können sie sich ein Stück weit einfach drauf verlassen. Und ich habe auch nie, also tatsächlich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich sage immer, ich begegne ihnen auf Augenhöhe, ich möchte Respekt. Auf der anderen Seite kriegen sie aber auch Respekt von mir und das funktioniert aus meiner Sicht tatsächlich extremst gut. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute oder wenn Menschen die Straftat so in den Vordergrund rücken, weil im Endeffekt, ja, wird das der Persönlichkeit von den Menschen nicht gerecht. Wenn man sich mal den zeitlichen Aspekt anschaut, in der diese Straftaten begangen werden, dann steht das in keinem Verhältnis zu der Zeit, die Menschen sonst noch erlebt oder gelebt haben, in der sich so eine Persönlichkeit entwickelt hat. Und es wäre einfach, ja, auch nicht zielführend, sie dann nur auf ihre Straftat runterzubrechen. Natürlich gibt es bei uns gerade in der Sozialtherapie, da muss man als Sozialarbeiter sich auch dann in dem Sinne mit den Straftaten auseinandersetzen, weil sie ja dort auch thematisiert werden müssen, weil sie ja behandelt werden, klar. Aber selbst da liegt der Fokus, würde ich sagen, auf der Behandlung und man bewertet dann aber nicht den Menschen anhand dessen, was er gemacht hat. Und vor allen Dingen, wir wollen ja, dass die jungen Gefangenen in die Zukunft gucken und in dem Moment müssen wir es ja genauso machen. Also sonst würde ja unsere Arbeit auch nicht zielführend sein. Ja, ja. Und sie würden ja auch gar keinen Zugang zu den Gefangenen bekommen, einerseits, aber es ist eben auch eine ethisch-moralische Frage andererseits, ne? Ja, was würden Sie denn sagen, wenn jetzt ein Student das jetzt hier den Podcast hört und sich dafür interessiert? Wo würden Sie sagen, wer wäre jetzt geeignet, neben der staatlichen Anerkennung, sage ich jetzt mal, bei Ihnen zu arbeiten? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man Lust hat. Ja. Dass man Lust hat, sich auf so ein System einzulassen, weil das ist es ja nun mal, es ist eine totale Institution. Da gehen einige Freiheiten mit einher, gerade bei uns, dass man eben gucken kann, was liegt mir, was mache ich. Da gehen aber auch Grenzen mit einher. Also es ist immer noch so, dass ab einer bestimmten Uhrzeit die Zellen zu sind und es ist auch immer noch so, dass in manchen Situationen andere Sachen im Vordergrund stehen und dass man sich da auch eben natürlich mit anpassen muss. Aber an sich, wenn man Lust hat, sich auf das System einzulassen und wenn man wirklich Lust hat, mit den Menschen zu arbeiten, dann immer her damit. Ja. Genau, das, was Frau Reinhold gerade meinte, ist halt im Endeffekt Sicherheit und Ordnung. Also wir sind nach wie vor im Gefängnis. Ich habe irgendwann festgestellt, ja, ich bin Sozialarbeiterin, aber eigentlich bin ich 51% Sicherheit und Ordnung und 49% Sozialarbeiter. Also es gibt einfach Sachen, die kann man bei uns nicht machen. Bei uns sind die Messer weggeschlossen beispielsweise. Ich kann jetzt nicht mit denen Bogenschießen machen, mit den Gefangenen. Das sind einfach so Sachen. Ich kann nicht mit denen schnitzen. Das sind so Sachen, das funktioniert einfach nicht, weil da dann die Sicherheit und Ordnung im Vordergrund steht und man muss sich dann dessen schon auch bewusst sein, dass das alles irgendwo Straftäter sind. Also ansonsten ist es tatsächlich ähnlich, wie Frau Reinhold sagt,
Lust haben auf den Job, offen sein vor allem auch, also offen gegenüber den Gefangenen, das auszuprobieren. Ich sage immer, man liebt es oder man hasst es. Also entweder sagt man, ja, das ist voll mein Ding und man kommt da total mit klar, oder man sagt, oh, ist irgendwie nicht so meins, aber dann ist es auch okay. Also ich finde es immer besser zu sagen oder festzustellen nach 1, 2 Jahren, ich kann mir das nicht vorstellen, und dann eine Alternative sich zu suchen, als wenn man ein Leben lang sagt, hätte ich das vielleicht mal ausprobiert, wäre das vielleicht was für mich, und vielleicht ist es was für einen, und vielleicht sagt man, ach nee, vielleicht doch lieber die Bewährungshilfe, das ist zwar auch ähnlich in dem Bereich, aber nicht so nah dran. Also wie gesagt, ich finde immer, das ist, also mein, für mich ist es so tatsächlich, wo ich so denke, es ist total genial, es macht mir total viel Spaß, es ist sehr abwechslungsreich. Der Vollzug hat seine eigenen Regeln, das muss man leider auch so sagen. Also wenn ich meine To-Do-Liste habe, ist das super, und im Zweifel kommt aber der Vollzug und crasht mir die halt einfach. Ja, das stimmt. Weil dann haben wir vielleicht irgendwie einen Alarm, weil zwei Gefangene sich miteinander geprügelt haben beispielsweise, dann wird meine ganze Planung mal irgendwie über den Haufen geworfen. Oder ich habe da jemanden, der suizidal ist und sagt, ich will mich umbringen. Gut, dann kann ich jetzt nicht sagen, gut, ich muss jetzt meine 5 Berichte schreiben, wir reden übermorgen. Nein, dann müssen die Berichte halt warten. Und dann ist erstmal der Gefangene dran, mit dem ich mich hinsetze. Und im Zweifel setze ich mich auch 2 Stunden mit dem hin. So, also aber machen Sie auch viel Krisenintervention, ja, ne? Jein. Also tatsächlich, eigentlich ist die Krisenintervention bei den Psychologen angegliedert. Aber wir gucken schon, ist es jetzt einfach, also in der Regel, also die Psychologen sind nur in 2, 3 Abteilungen. Ein Sozialarbeiter ist in jeder Abteilung. Und in der Regel ist es so, dass wir Sozialarbeiter erst einmal mit denen sprechen, um so ein Gefühl zu kriegen. Manche wollen einfach nur reden. Da ist dann tatsächlich gar keine suizidale Krise, sondern die möchten einfach nur auf den Schoß. Man muss, also wir haben 14- bis 24-Jährige. Und ein 14-Jähriger, der vielleicht frisch inhaftiert ist, von Mama weggerissen wurde, muss sich gerade diesem System anpassen, der das nicht kennt von zu Hause. Weil Mama hat ihm Essen gekocht, Mama hat Wäsche gewaschen, Mama hat sich um alles gekümmert. Und Mama war da, im besten Fall. Ja, Mama war da im besten Fall und steht auf eigenen Beinen. Und dass der natürlich dann viel Redebedarf hat und einfach ein Gefühl, sagen wir mal, auf den Schoß, ist es bildlich gesprochen. Ja. Wir nehmen sie logischerweise nicht auf den Schoß. Aber die möchten dann halt einfach mal erzählen, oder die Freundin hat sich gerade getrennt, und dann rauszufinden, ist er jetzt gerade, hat er Redebedarf oder ist er suizidal? Ist er suizidal, schalten wir einen Psychologen ein. Aber manchmal ist es halt einfach dieses, ich muss mal gerade was loswerden. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn man im Sozialdienst tätig sein möchte, man sollte kommunikativ sein und vor allen Dingen teamfähig. Ja. Weil wir eben, wie wir von am Anfang schon gesagt hatten, wir sind so ein großes Team und es würde nicht funktionieren, wenn wir alle nicht miteinander arbeiten. Das wäre nicht machbar. Und ganz wichtig, das, was Frau Feigs auch eben angesprochen hat, man hat ein riesengroßes Nähe-Distanz-Thema. Ja. Also das ist auch was, da muss man für sich selber von Anfang an wissen, kann ich das nicht? Oder ist eben so, wie Frau Feix eben auch gesagt hat, merken mit der Zeit und dann sagen, okay, es ist wirklich nicht meins. Es können ja auch manche nicht. Also es ist ja jetzt auch kein großartig negativer Aspekt, wenn man für sich sagt, das ist nicht meins, das kriege ich so nicht hin. Aber das ist natürlich ein Riesenthema, dass man sich auch abgrenzt, weil man eben schnell in so eine Helferrolle gerät. Und das bringen wir auch, habe ich das Gefühl, immer alle so ein bisschen mit, so ein kleines Helfersyndrom. So wie so eine Berufskrankheit, glaube ich. Und da muss man sich eben bewusst sein, dass viele natürlich auch mit Bindungsstörungen die Anstalt betreten und was das vielleicht auch für einen Einfluss auf... Also Gefangenen jetzt mit Bindungsstörungen. Ja, Gefangene. Und was das natürlich auch für einen Einfluss hat, wenn man selber einfach die Fähigkeit nicht hat, sich abzugrenzen, weil das beeinträchtigt nicht nur die eigene Arbeit, sondern natürlich auch den Gefangenen selber, weil diese unstetigen Bindungstypen, die haben die meisten schon zu Genüge durch. Von daher ist das auch eine Fähigkeit, die man bewusst mitbringen sollte. Ja, und sie haben wahrscheinlich aber auch sowas wie Supervision oder also wo man eben auch nochmal einzelne Fälle eben auch nochmal zum Thema machen kann, ja? Also wir bei uns in der Abteilung haben das. Ich weiß nicht genau, wie es in den anderen Abteilungen aussieht, aber bei uns ist es gerade vor dem Hintergrund der psychischen Erkrankungen auch einfach in vieler Hinsicht notwendig, dass wir da gerade in Fallsupervisionen als Team arbeiten und besprechen, okay, welche Gefangenen haben vielleicht das Potenzial, das Team auch mal zu spalten. Weil ganz viele, hatten wir auch schon gesagt, die kommen aus Systemen wie Jugendhilfeeinrichtungen und die wissen, wie Systeme funktioniert und die wissen auch genau, wo sie andocken müssen, um vielleicht auch so ein System in dem Moment mal kurz auszuhebeln. Und da muss man als Team dann umso besser zusammenarbeiten. Und das ist gerade bei uns auf der Abteilung, wo eben die Krankheitsbilder noch mit dazu kommen, unglaublich wichtig.
Ja, vielen Dank erstmal für die wirklich spannenden Einblicke. Gibt es denn noch etwas, wo Sie sagen, das würden Sie ganz gerne noch mit thematisieren oder ganz gerne noch erwähnen? Also was mir tatsächlich mal viel so privat entgegenschlägt, dieses hast du keine Angst. Hm, Also ich finde, stimmt, das ist ja. tatsächlich so ein Thema. Ich glaube, dass Angst fatal ist tatsächlich im Gefängnis. Vor allen Dingen, also nicht nur wir lesen ja die Gefangenen oder versuchen sie zu lesen, sondern die Gefangenen lesen uns auch. Und wie Frau Reinhardt gerade gesagt hat, die kommen häufig aus solchen Systemen, die können das wahrscheinlich noch besser lesen, als wir sie können, weil sie einfach trainierter drin sind. Und ich glaube, die kennen auch ganz schnell, wenn wir Angst haben. Ich glaube, man muss sich einfach täglich bewusst sein, wo man da ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie stetig in Lebensgefahr sind oder so. Also wir haben ein Notrufsignalgerät, womit wir im Zweifel Alarm auslösen können. Ist Was super mir, schnell geht. genau, was super schnell geht, ist mir in 7 Jahren aber noch nicht passiert. Also ich brauchte das nicht. Ich glaube, wenn man einfach ein Stück weit sich jeden Tag bewusst ist, okay, ich bin jetzt hier nicht im Schwimmbad, sondern ich bin tatsächlich im Gefängnis, dann ist es auch überhaupt gar kein Thema. Und man muss ja auch noch mal bedenken, wir haben ja im Gefängnis den Vorteil, dass wir wissen, wen wir vor uns haben. Das habe ich draußen nicht. Wenn ich irgendwo alleine im Dunkeln langlaufe, dann weiß ich nicht vorher, wer mir da entgegenkommt. Im Gefängnis habe ich diesen Vorteil und weiß das. Und da kommt wieder das Thema natürlich, die Person abseits von der Straftat sehen, aber Risiken natürlich auch immer noch im Kopf behalten. Und das ist ein Vorteil, den man da hat. Und demnach hatte auch ich eigentlich nie wirklich Angst. Ich meine, ich bin jetzt erst dieses Jahr da, aber auch dieses Jahr hatte ich nicht einmal Angst. Und wir haben tatsächlich auch einfach den Faktor soziale Sicherheit, muss man auch sagen. Also wir sind gut mit den Gefangenen im Gespräch. Die sehen uns tatsächlich gar nicht als diejenigen, die sie verurteilt. Also verurteilt hat sie das Gericht. Die Polizei ist in der Regel nicht so toll. Das Gericht ist doof. Für die Gefangenen, Für die Gefangenen genau. ja. Aber wir sind im Endeffekt schon oder wir werden schon als die Helfer wahrgenommen. Und dementsprechend geht der Hass in der Regel häufig meistens gegen die Polizei. Und nicht gegen uns, ja. Aber nicht gegen uns, sondern die Polizei ist schuld. Die haben die festgenommen. Was halt auch einfach so ein, also sie müssen halt dann auch lernen zu reflektieren. Also die Polizei hat sie ja nicht einfach so festgenommen, sondern die Polizei hat sie festgenommen, weil sie Scheiße gebaut haben. Ja. Aber tatsächlich ist es wenig, dass man, also man ist da irgendwie, Ja, auf jeden Fall sicher, würde ich ja. mal behaupten. Und was ich auch ganz interessant finde, was ich auch viel gefragt werde, ist, wie das denn ist, hinter Gittern zu arbeiten. Und ich persönlich muss sagen, also ich habe die nach bestimmt 2 Wochen vergessen. Also es ist natürlich alles vergittert, mein Büro ist auch vergittert und wenn ich die Fenster aufmache, dann habe ich halt ein Gitter vor der Nase, klar. Aber das vergisst man. Also und vor allen Dingen haben wir auch den Vorteil, wir können abends nach Hause gehen. Was vielleicht auch noch gerade fällt mir so ein, wir haben halt die Chance, Verbeamtet zu werden. Das ist vielleicht auch nochmal Stimmt, so ein ja. Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen auch einfach interessant ist und die Möglichkeit besteht tatsächlich. Ja. Also man hat bei uns tatsächlich auch die Möglichkeit, sich das anzugucken. Man kann sich wegen Hospitation melden, man kann sich auch wegen Praktika melden. Wir haben allerdings, ich weiß gar nicht genau, wie ist die Mindestzeit für ein Praktika? Mindestens 6 Wochen Praktikum in Vollzeit, ganz gerne. Und wir sagen mindestens ab dem dritten Studium, ab dem Semester. dritten Semester, genau, damit man einfach so ein paar Grundkenntnisse der sozialen Arbeit hat. Und dann sind wir da tatsächlich offen. Allerdings bitte gerne frühzeitig bewerben Genau. und nicht erst 2 Wochen vorher, sondern einfach tatsächlich. Aber auch fürs Anerkennungsjahr haben wir Stellen, wie Frau Reinhold schon sagte, und auch anders suchen wir immer Sozialarbeiter. Ja, Also wunderbar. ist Also immer unsere Bedarf da. Studierenden sind sicherlich daran interessiert. Also könnte ich mir gut vorstellen. Im Zweifel einfach gerne bewerben oder eine E-Mail schreiben und dann reagieren wir darauf. Ja. Ja, wunderbar. Ja, erstmal vielen Dank an Sie, dass Sie auch heute hier in die FAM gekommen sind und dass Sie den Studierenden jetzt so wirklich tolle Einblicke in ihr Arbeitsfeld gegeben haben. Also nochmal vielen Dank an Sie. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Studierenden, ja, das war es heute erstmal soweit. Vielleicht bis dahin. Wissen to Listen. Gespräche mit Expertinnen und Experten aus dem Feld der sozialen Arbeit. Wurde dir präsentiert von der Fachhochschule des Mittelstands. Das war's. Das war die letzte Folge des FAM-Podcasts Wissen to Listen mit Professor Dr. Isabel Köhler, ihren besonderen Gästen und mir, Rabea Schmitz. Danke, dass du dabei warst und uns jeden Monat zugehört hast. Es hat uns eine große Freude gemacht. Wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, schau doch mal unter fh-mittelstand.de/podcasts. Und wenn du noch das passende Studium für dich suchst, bewirb dich doch mal bei uns unter fh-mittelstand.de. Wir freuen uns auf dich.